Moinsen, willkommen zu einer neuen Folge von Jutke Dizzy. Es ging wirklich richtig heiß her. Der Bannhammer wurde geschwungen. Wir hatten richtig krasse Diskussionen. Meine Herren, aber alles erfährst du nach dem Intro. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Leider muss ich Ihnen wieder mitteilen, dass Herr Sablowski immer noch im Vaterschaftsurlaub ist und nicht vor Gericht antritt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, wie es ist. Er ist nicht da. Er wird nicht da sein und er kommt auch nicht zurück. Aber ich bin da. Der Dutch. Ganz alleine vor Gericht. Sind Sie bereit für einen Schmankerle? Ein Potpourri an Unfällen, Bumsereien und Hammerschwingereien? Ja? Wollen Sie sich mit mir in diese Sache reinschmeißen? Dann los. Wir gucken. Was haben wir denn hier als erstes? 4, 7, 6, 5, 9. Wir suchen. 4, 7, 6, 5, 9. 4, 7, 6, 5, 9. Hier haben wir es. Wir sind auf... Oh, wir sind auf Imola unterwegs. Was ist denn auf Imola passiert? Erstmal richtig laut. Es ist mal wieder eine Aufnahme, die etwas weiter gemacht wurde. Das ist hier nicht Triple Screen, das ist... Das sollte eigentlich, glaube ich, funktionieren. Wir gucken kurz mal rein. Ja, das haut hin. Meine Damen und Herren, wir sind auf Imola. Let's go. Aber vielleicht starten wir mal ein neues Segment. Was denken Sie denn im Gerichtssaal, was hier passieren wird? Sie haben einen Moment Zeit zum Tippen. Was denken Sie? Du hast die Fresse. Seit wann redet man so mit dem Richter? Herr Muffin, ich glaub, es hackt oder was? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Alter, das war knapp. Alter, das war knapp. Ohohoho. Der Audi ist aber gerade so ganz schwitzig weggekommen. Alter Verwalter, hat der Audi hat ja wirklich... Was ist denn da jetzt los im Gerichtssaal? Schnauze! Ruhe im Cartoon! Können wir jetzt mal bitte ein bisschen uns hier vernünftig benehmen? Da haben sie Scheiße gebaut. Die Ingenieure. Die Studierten. Das muss das Boot abkönnen. Meine Damen und Herren da draußen, die jetzt gerade die Aufzeichnung gucken bei YouTube, ja, es tut mir leid, dass im Gerichtssaal nun wieder so viel los war heute und diese ganzen Zwischenschreie. Kann da mal bitte einer zwischengehen, verdammte Scheiße? Sage mal. Habt ihr jetzt gesehen, wie der Audi überlebt hat? Können wir das bitte nochmal von oben sehen?
Da wird noch mal kurz überlegt. Ja, nee, fast, ja. Jetzt. Das, also da passt gerade mal eine Zeitung zwischen. Was machen wir jetzt? Ah ja. Okay. Oh, Mausrad wurde gefunden. Jetzt achtet mal auf den Audi. Ich hätte erwartet, dass er rechts kommt. Also, dass er rechts reinsticht. Oh, der Mercedes bremst schon relativ zeitig. Alter, das ist ein absoluter Win für den Audi. Guck dir das an! Das ist ein absoluter Win! Also, eindeutig, der BMW hat schon nicht wirklich auf seinen Vordermann geachtet, nicht wahr? Also, da gibt's schon, da gibt's gleich mal einen auf den Deckel. Das ist eine dezente 06, die er da auf den Nacken kriegt. Es gibt übrigens eine Neuerung, darauf möchte ich mal hinweisen. Die Texte, da ja LFM jetzt die letzte Zeit doch sehr gewachsen ist und internationaler geworden ist, gibt es die Texte von den Reports nur noch in Englando. Also bitte nutzen Sie, also eure Reports könnt ihr noch in Deutsch einreichen, aber ihr kriegt eine Antwort in Englando. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das demnächst nicht auch geändert wird, dass man seine Reports in dass man seine Reports auch in Englisch einreicht. In Englisch. Gut, schießen wir ab den Flummi, wie Herr Sablowski mal sagen würde, der nie da ist. 47655. Gehen wir mal studieren. 47655. Ungaroring. Was haben wir denn hier? Ungaroring. Ungaroring ist ja auch immer so eine... Ungaroring ist auch sehr eng und schwierig zu überholen. Schauen wir doch mal rein, was hier passiert. Sie können da draußen noch mal raten, was jetzt vorkommt, weil aus diesem Bild ist leider, was heißt leider, ist nicht erkenntlich, was passiert. Was denken Sie, wird hier passieren? Porsche dreht, andere haut rein. Unsafe Rejoin, innen rasieren. Er fliegt ab und kracht rein. Also pass auf. Ich sag, wir fahren jetzt hier oben die Kurve nach links rum und dann oben in der Rechtskurve kommt rechts einer rein. Ist mein Guess. Also die ist noch okay. Und jetzt kommt er rechts. Hellseher. Einfach Hellseher. Oh, er wartet aber. Oh, der Motor ist ausgegangen. Der Essen wartet. Wobei man dazu sagen muss, also ganz ehrlich, Leute, ich habe das, was der Essen gerade macht, auch schon getan. Weil ich sage mir immer, und deswegen spreche ich jetzt mal aus der Perspektive des Essens, und nicht um das gut zu heißen, sondern einfach nur, um das mal zu erklären. Man denkt in dieser Kurve auf dem Ungaroring, dass dort eine Tür offen ist. Weil man holt ja Schwung von links und schmeißt sich dann in die Kurve rein, nach rechts hoch sozusagen. Und das lässt wirklich so viel Platz, dass man mit zwei Autos theoretisch oder drei dort fahren könnte. Ich sag mal so, wenn man ungefähr auf der Höhe von dem Auto ist, also Hinterrad etc. pp., könnte man das versuchen. Und das kann auch funktionieren, wenn der
der andere Fahrer jetzt in dem Falle der Porsche sich erschrecken würde und dich durchlässt. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, funktioniert nicht unbedingt in 100% der Fälle. Ne? Also da muss man so ein bisschen darauf achten, ob das eventuell möglich ist oder nicht. Empfehlen würde ich es nicht unbedingt, weil nochmal, die Leute holen meistens links Schwung, um optimal in die Kurve reinzufahren. Ja, es ist sehr weit offen, aber wenn du nicht daneben bist, lass lieber sein. Das kracht in den meisten Fällen. Aber ich glaube, er wartet sogar noch ein bisschen, ne? So. Ich denke, seinen Fehler hat er schon bereut beim Ausführen dieser, ich sag mal, Tätigkeit. Steht da gerade auf dem Heckflügel Thrustmaster und auf der Frontscheibe Thundertech? Was ein Verräterauto? Das ist ja ein richtiges Verräterauto. Ja, also er ist nicht mal ansatzweise da. Also man könnte schon sagen, da wurde schon mal getaucht. Ist ärgerlich. Kann aber allen, also kann wirklich passieren. Ne? Ist, kann man absolut falsch einschätzen. Wie gesagt, es sieht immer so aus, als wenn da die Tür übelst weit offen ist und man denkt sich so, ja, ich kann später bremsen. Was beim Essen, naja, also der Porsche hat stärkere Bremsen. Wobei ich glaube, der Porsche fährt hier auch sehr, sehr konservativ. Also was Bremsen und Geschwindigkeit angeht. Wir sind hier aber auch im Bereich der roten Plaketten, ne? So. Alles nicht so tragisch, kann alles mal passieren. Ist auch eine 06. Das kann, wird uns allen mal um die Ohren fliegen, sowas. So. 06er Abfahrt. Dann sind wir bei 47663. Was erwartet uns denn in 47663? Wir gehen wieder Imola. Oh, also hier würde ich jetzt, wenn ich raten müsste, wüsste ich nicht, was passiert. Also ich würde sagen, die zweite Rechtskurve wird reingehalten. Sie haben nochmal die Möglichkeit. Sie haben noch mal die Möglichkeit, reinzurufen. Also ich persönlich sage, nicht jetzt die jetzt rechts, sondern die nächste rechts, da wird dann... Du hast die Fresse. Ich mag ja den Gerichtssaal heute. Der ist ja so richtig aufmüpfig. Haben sie Scheiße gebaut? Die Ingenieure. Die Studierten. Ja. Kuh auf der Straße. Drei von drei heute. 3 von 3. Oh. Ich denke, auch hier ist nicht boswillig. Ist einfach der. Also. Ja, der Lambo ist schon sehr, sehr langsam. Muss man sagen. Es warbt auch ein bisschen, oder? Wenn man das mal guckt. Oder. Täusche ich mich da gerade? Nee, ich täusche. Oh, der Lambo war schon ein bisschen langsam. Ich meine, das entschuldigt nicht, dass man auf den Vordermann immer Acht geben muss, ne? Da muss man drauf reagieren, auf der Bremse. Oh, der Porsche geht schon sehr, sehr zügig rein. Der Lambo hatte ein bisschen weniger Geschwindigkeit drauf. Kann auch passieren. Ist jetzt nichts, was man, wo man sagt, so, naja, ist mir noch nie passiert.
keiner getting higher. Der Gerichtssaal ist heute aber auch ganz, ganz wild unterwegs. Sage mal, hier wird ja einmal nach dem anderen reingebrüllt. Ekelhaft, können wir da bitte mal ein bisschen drauf Acht geben? Ich habe just in dem Moment eine Freundschaftsanfrage bekommen. Hier möchte jemand mit dem Richter befreundet sein. Hm, mach ich. Ruhe im Cartoon. Ist auch eine 06, ne? Ist hinten Ruf, ist einfach causing a collision. Können wir abdrücken, den Flummi mit einer 06. Safety Rating abgezogen. Schauen wir mal. Schauen wir mal in die Liste. 47677. Wo geht's denn hin? 47677. Oh, wir sind wieder auf dem Ungaro-Ring unterwegs. Anhand des ersten Bildes. Ruhig. Anhand des ersten Bildes, was denken Sie, wird hier passieren? Jetzt mal Schluss mit den 06ern. Wir wollen die harten Dinge haben. Ich möchte auch die ganze Zeit die harten Dinge haben. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Man muss auch einfach mal abwarten. T1 Dive sehe ich gerade. Rechtsverkehr. Einen dicken Bauch von Baldhead haben wir auch im Angebot. Okay. Kommt mal wieder ein U-Boot. Ich würde jetzt mal ganz stark vermuten, wir sehen jetzt ein U-Boot, was geradeaus durchgeht. Das vermute ich. Weil wenn wir hier schon anfangen, wir sehen jetzt ein U-Boot. Gleich kommt er rechts, pass auf. Naja, es ist nicht ganz ein U-Boot, also, nee. Nee, das war nicht ganz ein U-Boot. Das war wirklich einfach nur ein bisschen gepennt auf der Bremse. So, jetzt mal ganz kurz, so ein bisschen, damit wir auch noch Wissen verteilen, ja? Wenn du aus dem Windschatten ankommst, auf die Gerade oder auf eine Kurve zufährst, hast du normalerweise mehr Geschwindigkeit drauf, als wenn du normal fahren würdest. Was wiederum impliziert, dass dein Bremspunkt nicht derselbe sein kann wie sonst. Ne? Also der McLaren kommt jetzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schneller an als normal und wird wahrscheinlich sogar noch später bremsen. Also, ne, er bremst, also im Vergleich jetzt mal, er bremst hier ungefähr zeitgleich mit dem Porsche. Der Porsche hat keinen Windschatten, hat die stärkeren Bremsen und der McLaren bremst für die Verhältnisse, für seine Geschwindigkeit viel, viel, viel zu spät. Ergo fliegt er natürlich geradeaus drüber. Und hat sogar beide Porsches erwischt. Das war, aber also okay, es war eigentlich ein U-Boot. Es war ein Doppel-U-Boot. Was hat denn der gute Herr oder Dame, der Fahrer als Bremsballons? 48,4, das sowieso schon mal gar nicht. Nee. Mm-mm. Nee. Das, mm-mm. Ich spule noch ein bisschen vor. Yeah.
Lisa, kann passieren. Also, jetzt mal, ich versuche mich mal kurz in den Fahrer reinzusetzen. Ich denke, er war sehr euphorisch, dass er schneller rausgekommen ist auf der Geraden und hat sich sehr gefreut, dass er eventuell dran vorbeigehen kann. Hat aber eventuell nicht bedacht, dass halt, ne, das, also wir sind hier im Rotplakettenbereich, dass der Bremsweg jetzt natürlich ein bisschen länger ist, dadurch, dass er mehr Schwung hat, ne? Also für euch auch nochmal, falls ihr Anfänger seid oder das noch nicht wisst, wenn ihr aus dem Windschatten rauskommt und wenn ihr aus dem Windschatten rauskommt und eine wirklich sehr lange Strecke habt, wo ihr ordentlich Schwung aufnehmt, seid ihr in der Regel am Ende der Geraden oder kurz vor der Kurve, seid ihr viel, viel schneller unterwegs und müsstet theoretisch ein bisschen früher bremsen, ne? Also hier kann man auch sehen, seine Bremsbalance ist 58,4 auf dem McLaren und der hat jetzt nicht unbedingt die besten Bremsen, ne, und bremst mit dem Porsche zeitgleich, was unabdinglich ist, dass er geradeaus durchfliegt. So. Ist auch nicht Runde 1. Ist auch Causing a Collision 06. Ich höre schon ein großes Raunen in den Mengen, dass damit wieder nicht zufrieden, dass man damit nicht zufrieden ist, weil es natürlich wieder keine ordentliche Strafe ist. Hier soll es ja auch immer mal fetzen. Aber es ist nun mal einfach so. Manchmal passieren auch die Dinge nicht so, wie du es gerne hättest. 47,681. 47,681. Was haben wir hier? Oh, wir sind wieder auf dem Ungaroring unterwegs. Oh. Was passiert hier, ist die Frage. Ich habe jetzt keine Idee. Also der Porsche positioniert sich rechts. Vermutlich kommt links einer an und ditcht ihn von außen an. Ist eine Vermutung. Nee, leider bekomme ich nicht pro Episode Jutke Dizzy ein Bann, nein. Gucken wir doch mal. Er bremst früher. Ja, da ist er. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Twitch Prime is not a crime. Damit habe ich nicht gerechnet. DC Wiggle. Nicht mal im ersten, nein, im zweiten war es. Im zweiten Anlauf. Was ist denn da passiert? Beim Lexus. Er hat nochmal gebremst. Aber er hat das Auto verloren. Ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich mache so, Auto machen so. Das sah wirklich so aus, als hätte er den Lexus ein bisschen verloren am Ausgang. Also er hat auch zeitlich gebremst. Hat er ihn doch angeditscht? Ich glaube, mit Netcode hat er noch mal einen kleinen Stupsi gegeben. Oh, ja, siehst du, er wollte nach rechts und dann kam der Pendler und dann ist... Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Aber der Porsche ist auch nicht gut weggekommen, ne? Wobei man dazu sagen muss, der Lexus hat das gemerkt und hat sogar extra nochmal gebremst und verlangsamt, aber konnte er dann wohl leider nicht halten. Ja, du. Das ist auch leider eine 06, ne? Da kann man jetzt, was will man da groß sagen? Auch wenn es wirklich ärgerlich ist, ja, das wusste ich die letzten, ich persönlich, ne, also Fahrer jetzt, Jutke, auch lernen. Manchmal muss man einfach ein bisschen mehr und öfter bremsen. Da kannst du machen, was du willst. Du kommst da einfach nicht dran vorbei und du musst einfach auf den Vordermann reagieren. Dir bleibt nichts übrig.
Du kannst da nicht mit aller Gewalt durch. Wenn du mit aller Gewalt durch möchtest, kann das dazu führen, dass das eventuell zu 30 Tagen Pause führt. Aber nicht, dass ich mich damit auskenne, kann aber passieren, durchaus. Das war eine 06 Causing a Collision, logischerweise. Ne? 47805. Was haben wir denn bei der 47805? Schauen. Wir sind auf der absoluten Lieblingsstrecke von Herrn Jüttke, weil da hat er sein zweites Rennen gewonnen. Was passiert hier? Mein Tipp ist, oben in der scharfen Linkskurve geht der Ferrari rechts neben den, also der rechts ist der Aston, links ist der Ferrari. Der Ferrari bremst sich rein, will rum und schiebt den Aston raus. Mein Guess. Ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen. 36 Tage Urlaub bei Herrn Jüttke. 36. Nicht 28, 36. Ist nur ein Guess. Nee, nix Pre-Watcher. Nein. Hier wird nicht das Cheaten vorgeworfen. Sonst gibt's ein paar auf dem Deckel. Der kriegt einen Wumms auf dem Hintern. Ich glaube, einer blickt beim McDrive ab. Das klingt definitiv, als wenn es so passieren wird, ja. Warum kommt hier Musik? Das brauche ich nicht. Sorry, wir müssen ohne Ton gucken. Ist aber auch wirklich so ein zärtliches Touchy-Touchy, ne? Das ist wirklich eine schwierige Stelle. Sie ist gut zum Überholen. Ja, kann man machen. Kann aber auch extrem in die Hose gehen. Und man muss dazu sagen, der Aston war jetzt schon sehr, sehr weit vor dem Ferrari. Also der warte schon... Ui, da gab es schon mal eine kleine Berührung. Also er ist ja nicht mal ansatzweise daneben. Also nicht mal... Nee... Wobei man noch dazu sagen muss, ich glaube, der Aston hat sehr, sehr früh gebremst, so wie es ausgesehen hat. Entschuldigt das natürlich überhaupt nicht, ne? Muss man gleich dazu sagen. Da gab es einen zärtlichen Stupser auf dem Purpose. Ist auch eine 06, kann definitiv passieren, ist gar nicht so wild. Mal als Tipp für die Menschen da draußen, falls ihr das auch mal probieren solltet, ja, was durchaus vollkommen legitim ist, dort ein Überholmanöver anzuzünden, bleibt einfach länger auf der Bremse. Also bleib wirklich, lass die Bremse noch länger schleifen, dass du einfach durchziehen kann und dann hängst du dich hinten dran. Also wenn du so halb neben dem Rad daneben bist, so, ne, dass das einigermaßen passt, also wenn das jetzt so wie hier wäre oder vielleicht noch so 20, 30 Zentimeter zurück, kann man da schon fighten, aber wenn man so weit zurück ist, sollte man da nicht unbedingt noch reingehen. Wie gesagt, das passiert uns allen irgendwann in der Karriere mal auf Kialami. Auch mir ist das schon passiert, davon bin ich überhaupt nicht frei. So kann mitunter vorkommen. Wie gesagt, einfach länger die Bremse schleifen lassen. Wenn ihr merkt, so, dass der Vordermann gar nicht einwilligt und so, nee, nein, du kommst hier nicht vorbei, dann bleibt einfach auf der Bremse stehen, lasst ihn ziehen. Irgendwann kommt man da auch nochmal durch. Er macht dann seinen Fehler. Ist auch übrigens eine 06, ne? 06. Nichts Großes heute, noch nichts Wildes passiert. Es ist nur zärtlicher Austausch von Lack und Gefälligkeiten. Was haben wir hier? 47821. 47821. Was passiert denn hier? Oh. Oh oh, Chat. Oh oh. Ich meine natürlich, liebe Geschworenen. Ja,
Jetzt, meine Damen und Herren, ich mache nur das Bild an. Was denken Sie passiert? Viele gute Vorschläge. Viele, viele gute Vorschläge. Ich muss an der Stelle sagen, ich kann diesen Fall nicht mitbewerten, weil ich weiß, was passiert. Ich schieße einfach mal ab, den Flummi. Ich lasse das mal kurz laufen. Sweet-Token eingelöst, alles clean, Freispruch. Also, wirklich? Das macht man nicht. Nie. Never ever. Zu keinem Zeitpunkt macht man das. Also, das ist wirklich, wie sagt man, intentional abkürzen. Also, das ist wirklich eine sehr bewusste Entscheidung, die man hier auch sieht, ja, wo da eingelenkt wird, um das wegzukürzen. Also, eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Und das wird... Das, meine Damen und Herren, wird mit 3 Tagen geahndet. Und zwar auf der Pausebank. Das geht nicht. Das macht man nicht. Und das hat auch überhaupt nichts bei LFM zu suchen. Nope. Ich denke, man muss da nicht großartig noch was erklären zu. Das sind einfach 3 Tage Pause. Das sind 3 Tage Pause. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. 2 Jahre schon. Die. 3 ist fast noch zu wenig. Keine Sorge. Keine Sorge. 3 Tage und ab den Flummi. Macht das sowas nicht, Leute. Wenn ihr die Kurve nicht kriegt, kriegt ihr die Kurve nicht, alles gut, dann überholt euch einer. Manchmal muss man auch verlieren können. Das ist sehr, sehr grob unsportlich, Chat. Bitte nicht. 47825. So, ja. Herr Kobo, da haben sie gekriegt. War nicht 06, ja? War 3 Tage und 1-0 obendruf. Also, Abfahrt.
Was haben wir denn? 47825. 47825. Was haben wir denn da? Oh, ich höre. Oh. Can I get a higher? Oh, hier. Meine Damen und Herren. Runde 1. Was passiert? Sind das 3 Rennen oder 3 Real-Life-Tage? 3 Real-Life-Tage, Ausschluss. Das muss das Boot abkönnen. Was wird hier passieren? Also, ich würde mal, wenn ich jetzt mit vermuten dürfte, rechts kommt angeflogen und schießt den Lexus einfach to the moon. Was ist denn das da vorne rechts für ein Auto? Sieht. Keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, Aston hat nicht so eine Motorhaube. Ist das ein Aston? Nee, ganz vorne ja, aber hier an der Seite. Ist das ein Aston? Nee, BMW ist das auch nicht? Was ist denn das? Ist auch ein Aston? Das werden wir gleich sehen. Wait, what? Das war ein BMW. Es war ein BMW. Aber was war das denn? Das war nicht der BMW. Also, das war nochmal, das war nicht der BMW, der da gerade. Eine Sache muss ich ihm zugute halten. Er wurde rausgeschossen, steht auf der Bremse. Er zuckt zwar, aber er wartet. Richtig gut. Also, ist trotzdem Runde 1. Ne? War das ein Bentley? Nee, das war, doch, es war ein BMW. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. Entschuldigen Sie die Störung, euer Ehren. Vielen Dank für die gute Unterhaltung, DC Wiggle. Es ist Ihnen abgenommen. Alter Verwalter. Aber das schon heavy. Also ich meine, hier sich schon reinzubremsen, ist schon wild. Das war auch auf der allerletzten Rille viel zu spät gebremst. Und hier nicht mal ansatzweise steht da jemand auf der Bremse. Also da wird nicht gebremst. Also erst super, super spät wird hier gebremst. Über den Rasen gerutscht und dann... Ja, das ist wieder so eine Situation, wie wir gestern hatten. Ne? Also, als gestern jemand, als Gratour, ich bin gestern auch gefahren und ich habe gestern mich quasi zwischen zwei Autos reingedrängelt, nicht mal gedrängelt, bin reingefahren und habe da durchgebremst und dort wurde halt auch, also es ist ein Gespräch entstanden, ich will nicht mal sagen eine Diskussion, ein Gespräch entstanden, dass das zu doll war. Und manche Menschen können zu doll nicht einschätzen. Und ich glaube auch hier an der Stelle, gerade beim Ferrari, wurde zu doll einfach nicht eingeschätzt. Weil ich, ganz ehrlich, so wie er an dem BMW vorbeischießt, mit dem Tempo, hat er definitiv zu spät gebremst, viel zu spät. Also er hätte diese Kurve ohne den BMW auch niemals bekommen. Weil er steht jetzt noch, wohlbemerkt, ne, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber er steht jetzt noch voll auf der Bremse. Jetzt. An diesem Punkt. Und er hat schon eingelenkt. Also er ist viel, viel, viel zu schnell. Ne? Und davon mal abgesehen, hier an dem Punkt bremst er gar nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und jetzt fängt er erst an zu bremsen. Also er hat zu spät angefangen zu bremsen, hat danach nicht mal gebremst und ist einfach durchgeflogen. Also vielleicht ein bisschen leichter passiv fahren. Ein bisschen passiver fahren. So, das ist aber eine 1-0, weil das ist halt ein avoidable contact in
Runde 1. Sogar Turn 1. So. Schieß ab den Flummi. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben die 47828. 47828. Oh, wir sind wieder auf Imola unterwegs. Ich lasse laufen. Ich spule zurück. Sie dürfen mal raten, was hier passiert. Währenddessen ich was trinke. Das war nicht Turn 1. Korrekt, ihr habt recht, ich habe Unrecht. Korrekt, das war 4-5. Ich war dumm. So, was passiert hier? Gut aufgepasst. Sehr gut. Was passiert hier? Das ist ja quasi die... Hier sind wir in derselben Kurve wie eben gerade. 4-5. BMW räumt den Gelben ab. Mercedes klebt am BMW fest. Das gibt einen Schubser. Okay. Warum lenkt der Mercedes nicht? Zum Überholen? Nee. Nicht so voreilig. Guck mal bitte ganz genau hin. Guck mal ganz genau hin. Mm-mm. Nicht der BMW. Das entsteht nicht durch den BMW, der Rechtsschlenker. Ich mach das jetzt mal extra langsam. Guck mal noch mal ganz genau hin. Ich mach mal 0,5. Ich mach mal noch mal noch langsamer. Und hier siehst du das schon. So, jetzt gehen wir noch mal in den BMW selber. Und dann könnt ihr mal seine Lenkeingaben sehen. Seht ihr die ja, ne? Hier oben. Nein, ich wollte leiser machen, sorry. Mm-mm. Der BMW fährt geradeaus. Der Mercedes schiebt ihn.
Er lenkt nach links, links. Und jetzt schiebt der Mercedes ihn raus. Deswegen habe ich mich gefragt, deswegen stellte ich die Frage, warum hat der Mercedes nicht noch weiter nach rechts gelenkt? Also der wäre ja dicke vorbeigekommen, er ist ja viel, viel schneller da rausgekommen. Ich sehe keine Lenkeingabe. Nee, der fährt geradeaus, der BMW. Hier, bis zum Kontakt fährt er geradeaus. Also er hat, als der Mercedes noch dahinter war, hat er sich entschieden und ist geradeaus quasi hochgefahren. Die Lenkbewegung von Mercedes können wir uns auch ansehen, ja. So. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel also wenn wir jetzt ganz, 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 ganz fies sein wollen und auf diese Millisekunden gucken, lenkt er sogar da rein. Also wenn ihr jetzt mal genau drauf achtet, auf den weißen Punkt hier, wo die Maus ist, er lenkt sogar noch rein. Also achtet mal jetzt da drauf. Auf den weißen Punkt, der geht gleich nach links. Jetzt. Also er lenkt sogar noch in den BMW rein. Sieht für mich nach Vorsatz aus? Nee. Das kannst du argumentativ... Also das können wir argumentativ nicht stützen, dass das Vorsatz ist. Ich möchte einfach nur nochmal darauf aufmerksam machen, dass es in dem ersten Moment so aussieht, als wenn der BMW irgendwie da rechts selber reinfährt und sich abschießt. Aber am Ende war der Ausschlaggebende der Mercedes. Der Linksausschlag kommt nicht vom Ditcher. Der passiert vorher. Jetzt. Hier kam noch kein Ditcher zustande. Er lenkt jetzt nach links. Also die Linkslenkung kam vorher, bevor sie sich berührt haben. Hier kann man das nochmal ganz deutlich sehen. Links jetzt, links, links, links. Und es ist noch keine Berührung vorhanden gewesen. Und jetzt ist er in den reingefahren. Deswegen hatte ich am Anfang gefragt, also ohne dass wir jetzt großartig darüber lamentieren, was von wem die Intention war, weil das wissen wir nicht, wir können nicht in die Köpfe reingucken. Ne? Und des Weiteren, wenn wir uns das mal in normaler Geschwindigkeit angucken, das sind Millisekunden. Also das sind wirklich Millisekunden. Ne? Wartet mal, ich mach mal wieder Ton ein bisschen an hier. Das sind wirklich Millisekunden. Die Frage ist trotzdem, die ich mir stelle, warum fährt er nicht weiter nach rechts raus? Also noch mehr. Also es könnte natürlich sein, dass das jetzt ein TC-Gegenpendler ist oder so, dass das Auto nochmal rüberschiebt. Das kann durchaus möglich sein, das weiß ich nicht. Ne? Kann durchaus eine Möglichkeit sein, dass das Auto rübergezogen hat. Man weiß es nicht. Ich persönlich hätte, mein erster Gedanke wäre gewesen, okay, ich komme super schnell aus der Kurve raus. Richtig schnell. Das heißt, ich würde außen irgendwie versuchen, außen rumzufahren. Und halt mit mehr Schwung irgendwie versuchen, die Kurve zu kriegen. Er wäre so oder so, an keiner Stelle wäre er dort vorbeigekommen. Also, wisst ihr, das Ding ist,
das muss man sich als Fahrer auch irgendwann eingestehen, wenn man nicht vorbeikommt. Und er wäre an keiner Stelle, egal wie schnell er jetzt im Vergleich hier rausgekommen wäre, wäre er dort nicht vorbeigekommen. Auf der Außenbahn, no fucking way. Also selbst wenn er gleich auf gewesen wäre, hätte der BMW die so viel bessere Position gehabt, da durchzukommen. Dementsprechend verstehe ich nicht, also ja, ich verstehe schon, warum man die Linie eng machen will. Einfach nur, damit der BMW nicht nach außen fahren kann, logischerweise, klar. Aber du hast dadurch keinen Mehrwert, weil du dadurch nichts bewirkst eigentlich. Also es wird dadurch, es ändert sich das Resultat nicht, außer dass halt ein Crash wahrscheinlicher wird, ne? So, und wenn du jetzt hier so ankommst mit der Geschwindigkeit, fahr rechts außen und hol Schwung, ne? Und versuch dein Bestes so. Das ist absolut kein Rennunfall. Mm-mm. Das ist kein Rennunfall. Das geht nicht. Wieso muss denn... Hä? Nee, warte mal kurz. Das ist eine Sache, die möchte ich ganz kurz nochmal aufgreifen. Wieso muss der BMW Helicorsa benutzen? Also ja, verstehe ich. Nee. Also, nee. Wir fangen jetzt nicht an, hier dem BMW die Schuld in die Schuhe zu schieben. Weil seine Lenkeingaben, also nochmal, seine Lenkeingaben, und sei es mal drum, ob er die Kurve, also ob er rausfährt und leicht rechts hochfährt. Das ist ein gutes Recht, by the way, rechts hochzufahren. Marga, dann kannst du nicht als Hintermann sagen, nee, ich mach dir das jetzt einfach dicht und du kannst das jetzt nicht machen. Das funktioniert nicht. Also wir müssen ja schon auf eine gewisse Art und Weise Rücksicht aufeinander nehmen. So, wenn wir jetzt nochmal nach den Eingaben sehen, sieht man bei dem BMW, er fährt strikt geradeaus, leicht rechts hoch, ne? Und was will denn der Mercedes da dicht machen? Nee. Das, also wirklich bei aller Liebe, zu einem Unfall gehören immer zwei Menschen dazu, ne? Aber am Ende des Tages, das ist wie mit Fahrradfahrern und Fußgängern im Real Life, wenn du als Autofahrer einen Unfall machst, bist du daran beteiligt. Und so ist es im, also spielt auch keine Rolle, ob du schuld warst oder nicht, als Autofahrer bist du immer beteiligt an Unfällen. Und hier ist es nun einfach so, als Hintermann musst du auf deinen Vordermann achten. Du musst einfach auf deinen Vordermann achten. Und nur weil dir danach ist, also ich könnte ja verstehen, wenn die so fahren würden. Also das hier ist der BMW und das ist der Mercedes. Und der macht ihnen die Linie zu. Mit der Seite. Kann ich ja verstehen. Aber was willst du hier die Linie zumachen? Also da musst du doch als hinterer Fahrer, musst du ja schon einfach, warte mal kurz, das kann doch gar nicht funktionieren. Den drehe ich doch einfach raus dann. Das geht doch nicht. Und ich finde das übrigens sehr clever vom BMW, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er seine Linie nicht gerade wählt, sondern leicht schräg, weil ihm kannst du nichts vorwerfen. Dem kannst du nichts vorwerfen. Der fährt seine Linie und die ist leicht so mit einem leichten Winkel nach rechts, dass er zum idealen Punkt hinkommt. So, und der Hintermann ist jetzt in dem Fall einfach, ja, kannst du machen, was du willst. Das ist ein schöner Fall.
Also es ist wirklich ein schöner Fall, weil man da sehr viel unterschiedliche ja, Ansichten zu sieht und kriegt und es scheinbar sehr viel Diskussionspotenzial diesbezüglich gibt. Das ist 006, ne? Causing a Collision. Am Ende landet der Fahrer, der Merck, in der Bande. Ja, gut. Das, wisst ihr, das ist immer so eine, das sind immer solche Gespräche, wo es prallen immer irgendwie Welten aufeinander. Weil jeder hat da immer so eine unterschiedliche Ansicht. Ich feiere das überhaupt nicht, was der Mercedes da gemacht hat. Also ich verstehe die Intention, etwas eng zu machen und ich tue das auch. Also gerade wenn ich BMW fahre, weil der BMW ist halt einfach ein Panzer, bleibe ich einfach strikt auf meiner Linie. Egal, ob einer in meine Tür reinfährt oder nicht, der bleibt da, weil ich sage, dass der da bleibt. Aber ich mache das nicht, wenn ich so angefahren komme. Ne? Also nochmal, das mache ich nicht, wenn man auf der Höhe ist, sondern wenn ich so bin oder daneben oder meinetwegen so ein Stückchen weiter vorne. Dann ist das ein anderer Deal so. Was Menschen, und das haben wir ja heute auch schon das ein oder andere Mal gesehen, Menschen müssen sich einfach mal daran gewöhnen, dass du manchmal im Arsch bist. Du kommst manchmal nicht vorbei. Und es ist nicht, wir sprechen hier nicht von Absicht, by the way. Absicht können wir ausklammern, das ist Quatsch. Wir reden einfach nur über die Intention dahinter. Ne? Also manchmal muss man sich einfach eingestehen, dass man da nicht vorbeikommt und du fährst einfach hinterher. Du fährst einfach hinterher. Du hast, also wie oft ich mit BMW, und leider ist der BMW ein prädestiniertes Auto, also wenn ihr das mal lernen wollt, fahrt scheiß BMW. Wenn du auf Geraden, auf Teufel komm raus, du kommst nicht vorbei. Du bist in jedem Sektor, bist du schneller. Macht er keinen Fehler, kommst du dann nicht durch, weil der immer irgendwie die Linie dich macht. Und auf der Geraden hast du nicht genug Bums. Und das wird sehr, sehr häufig vorkommen. Dann fährst du einfach hinterher. Weil das Einzige, was dich dazu bringt, da vorbeizukommen, ist rohe Gewalt. Und rohe Gewalt ist Unsinn. Weil dann brauchst du kein Rennfahren. Weil Rennfahren ist, so doof es auch immer klingt, Rennfahren ist leider auch irgendwo noch, also nicht leider, sondern ist auch einfach noch ein Teamsport. Rennsport ist auch noch ein Teamsport. So, nächster Fall. 47824. Wo haben wir denn? 47824. Hier ist er. Wir sehen keinen Hut. Wir sehen einen Hut. Aber das muss ich ganz kurz erstmal kontrollieren. Das sollte eigentlich gehen. Yes. Wir sind wieder auf Kialami. Was bringt eigentlich der gesetzlich vorgeschriebene Lizenzierungsbalken, wenn man die Reportnummer im Discord nachlesen kann? Das ist ganz simpel, weil Menschen nicht unbedingt alle anderen Namen sehen müssen. Und das auch nicht hier die ganze Zeit offensichtlich gezeigt werden. Also es soll offensichtlich nicht gezeigt werden, dass Leute natürlich Fünfhead sind, so wie du, und dann im Discord gucken, ist ein bisschen dumm. Also ist es dumm gelaufen am Ende. Das heißt also, wir werden ab jetzt keine Fall, auch diese Fälle nicht mehr benennen können, weil du scheinbar ein Schlupfloch gefunden hast, das rauszufinden. Also gibt es keine Fallnummern mehr demnächst. Ungaro-Ring ab den Flummi. Dankeschön übrigens, Chill. Oh, hinten wird schon gelichthupt. Ach nee, Teko war das, nicht Chill. Teko. Übrigens, die Folge gibt es auch bei YouTube dann, ja. Können wir noch außen an sich haben? Der Flasher war an.
Warte, wir müssen kurz studieren gehen. Wir müssen, für den Fall müssen wir studieren gehen. Also der Porsche reportet dem BMW. Ich glaube, wir müssen da noch mal kurz ein bisschen genauer hingucken. Nee. Ihr seid schon wieder zu voreilig. Also, wenn man jetzt wirklich sehr böse sein möchte, könnte man Moving Under Braking sagen, vom Porsche. Weil der BMW hat im Leben nicht zu spät gebremst. Der ist gar nicht so einfach. Ich meine, pass auf, hier ist folgende Problematik. Wir könnten ihm jetzt Moving Under Braking vorwerfen, aber bevor er die Bremse drückt, lenkt er schon nach rechts. Also er ist schon in der Lenkbewegung nach rechts, bevor er in die Bremse strampelt. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Also bevor er überhaupt irgendetwas macht auf der Bremse, ist seine Lenkung schon nach rechts. Sowohl das Lenkrad hier, als auch das Lenkrad in der Eingabe. Jetzt geht das Lenkrad nach rechts. Jetzt geht das Lenkrad nach rechts. Und jetzt steht er auf der Bremse. Die Lenkung nochmal explizit nach rechts kommt durch den Kontakt. Nee, wieso Moving Under Braking? Wenn deine Bremslinie eh schon schräg ist, du gerade bremst, das ist doch kein Moving Under Braking. Das ist einfach schräg angebremst. What the fuck? Moving Under Braking heißt, du bremst und lenkst einfach volle Esse nach rechts. Das ist ein Strich, den er bremst. Genauso wie du, und das weißt du ja wohl bitte auch, bei Busstop, unten rechts ankommst und schräg nach links hochbremst, um dann nach rechts wieder in die Kurve zu fahren. Also, und er bremst schräg rechts runter. Und das tut er, bevor er in die Bremse geht. Nicht doll, aber er tut's. Das ist aber auch eine normale Bremslinie. Das ist absolut keine normale Bremslinie. What the fuck? Nee, von schräg unten rechts nach schräg oben links ist nicht normal. Die meisten Leute bremsen links. Hör auf, mir so einen Quatsch zu erzählen.
Moment. So, nichtsdestotrotz bleibt hier immer noch der, bleibt es immer noch, also der Porsche hat den BMW reported. Wir haben trotzdem noch den Fall, dass es eventuell, je nachdem, Alter, ich diskutiere wirklich, Ralf, ohne Scheiß, mit dir über sowas zu diskutieren, ist immer, du fährst die so, okay? Du. Und es gibt Michel, der fährt die auch so. Und ich erkläre das jetzt noch einmal ganz kurz in Ruhe, weil diese Diskussionen haben hier zwischen uns beiden überhaupt kein Gehalt. Und das ist nicht das erste Mal. Du bremst von unten rechts nach oben links. Du fährst auch nach der Camel Straight links raus und rechts rüber. Das ist für dich Normalität. Dann gibt es einen Großteil an Fahrern, die geradeaus runterbremsen. Dann gibt es einen Porsche, wie hier, der von oben links nach unten rechts runterbremst. Dann gibt es bestimmt auch welche, die bremsen von rechts nach links runter, weil das für sie normal ist und sie das am besten so finden. Okay? Wenn du nochmal bei dir in deiner Linie, die du fährst, wie du uns ja offensichtlich gerade erklärt hast und du ja auch so fährst, weil du damit am schnellsten bist, von rechts unten nach links oben auf Sparbremst, könnten wir zu dir sagen, dass das Moving Under Braking ist. Du hingegen sagst aber, nö, ist meine normale Rennlinie, ich bremse so an. So, jetzt haben wir eine Diskrepanz, hier auch, der Porsche bremst von oben links nach unten rechts. Ja, dahinter ist ein Auto. Und ja, er macht dem BMW den Weg eng. Ist es ein normaler Bremsweg? Könnte eventuell sein. Diese Diskussion ist TÜNEF. Diese Diskussion ist TÜNEF. Nochmal, wenn wir auf Moving Under Braking gehen wollen, kannst du sagen, er hat vor dem Bremsen schon eingelenkt und bremst straight vorne runter. Also, währenddessen er bremst, bewegt er sich nicht mehr und hat keine Eingabe im Lenkrad. Wie deine Anbremsung auf Spar. Von unten rechts nach oben links, weil du straight hochbremst. Also, an der Stelle gar nicht so einfach zu entscheiden, was das jetzt hier ist. So, weil am Ende des Tages können wir jetzt auch noch sagen, fuck, der Porsche hat den BMW, ist in den Reihen. Oder wir sagen, nö, der BMW hat nicht auf den Porsche Acht gegeben. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. So. Zipfel auf. Einspruch, Herr Judge. Suggestivfragen. Und das ist das Einzige, was hier gerade besprochen wurde. Und ich gebe den Fall nochmal weiter, dass sich das jemand ansieht. Weil das eben nicht so simpel ist. So, ich habe es mal weitergereicht. 4-7 ist... Nee, das dürfen wir nicht mehr. Es hat jemand das System gedribbelt. Das funktioniert nicht mehr. Ich muss alleine raussuchen. Wir sind in GT4.
Aber da müssen wir noch mal einen Kontrolletti machen, ob das passt. Kleinen Moment. Hier ist nämlich das etwas verschoben. Das sollte eigentlich noch gehen. Ja, das geht. Das fusioniert. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Was wird wohl hier passieren? Warum haben wir kein... Oh. So einen hatten wir doch schon mal. Wisst ihr, was dabei immer so schön ist, wenn man sich das bei GT4 anguckt? Bei GT4 ist das immer übelst fatal. Also es ist wirklich übelst fatal, was da passiert. Aber du guckst es dir mal an und denkst dir so... Was ist denn da jetzt so Schlimmes passiert? Also, dieses Anditschen. Dieses Anditschen, weil die Autos so wenig Geschwindigkeit haben, sieht eigentlich mal gar nicht so doll aus. Aber der Einschlag, der war schon gar nicht mal so, so wenig. Der war schon knackig. Aber ist halt eine 06, ne? Man kann den Namen sehen. Wo denn? Oh, weil er rauspoppt. Okay, dann können wir diesen Fall nicht behandeln. Das funktioniert nicht. Ah, oh, diese Overlay-Sachen. Dann können wir den Fall nicht abhandeln, Chat. Das funktioniert nicht. Das muss nochmal extra gemacht werden. Danke für den Hinweis. Oh, diese Overlay-Geschichten sind wirklich super unangenehm. Die sind super, super unangenehm. Alright. Fälle nicht laut vorlesen ist schwierig. Bruder! Ei! Oh. Seid ihr alle wieder wach? Oh. GT4. Rasenmäher. Kein Ton. Man kann das nicht leiser machen. Doch. Hier ist Kufer zu laut.
Schwanger, wenn ich Pause drücke, meine ich Pause. Entschuldigung. Schon wieder. Was ist das hier für eine Seite? Die ist ja, pfui. Können wir die verbieten? Alter, du kannst nicht mal Pause drücken. Puh. Jetzt können wir den Fall nicht bearbeiten. Ich muss trotzdem gucken, wer wen reportet hat. Der BMW hat den... den Porsche reportet. Der BMW hat den Porsche reportet. Warte, ich muss das kurz nochmal... Hä, aber warum? Driving through a mystery strain. I was in a slipstream of the Porsche. The driver covered the inside, so I decided to take the turn on the outside. However, under braking, the driver went straight, covering my line, which resulted in a serious collision. Ja, aber warum ist das denn jetzt die... Hä? Diskutiert ihr eigentlich immer noch über Moving Under Braking? Okay. Ach, Chat, ihr wisst, ich mag sowas immer gerne, ne? Aber das mache ich am Ende. Ich lese euch das auch gleich alles nochmal schön vor und dann erkläre ich euch das auch nochmal. Ich mische mich da gerne ein, aber ich möchte das hier zuerst zu Ende machen. Weil ich möchte nicht bei YouTube 10 Stunden über deutsche Wörter diskutieren. Und das meine ich jetzt nicht böse, sondern wir gucken uns das gleich an. Okay, den Fall kann ich nicht vorlesen, welche Nummer das ist, aber es ist auch GT4. Ich muss kurz mal vorher kontrollieren. Wobei, ehrlich gesagt, nee, wir diskutieren darüber nicht, weil die Diskussion ist genauso wie die Diskussion, die wir geführt haben über Weaving. Das ist nämlich genau dieselbe Diskussion, die wir bei Weaving auch geführt haben. Gut, also, lasst uns mal rein in den Fall. Okay. Das ist ein relativ einfacher Fall, würde ich sagen. Das war die Speerspitze. So sagt man dazu. Die Speerspitze. Ja, der BMW in der Mitte konnte nirgendwo anders mehr hin. Also ist schon ein Bömmchen. Man könnte schon sagen, er wollte tauchen. Die Frage ist nur, wohin? Schuhe sind gebunden, das ist schon mal okay. Das können wir ihm nicht vorwerfen, dass er nicht mit festem Schuhwerk gefahren ist.
Also von der Geschwindigkeit her, glaube ich, hätte das gepasst, oder? Zumindest macht es den Eindruck. Aber das kann auch täuschen bei M2s. Ja, nichtsdestotrotz ist da kein Platz, ne? Da ist einfach kein Platz. Das gibt eine 1-0. Causing a collision in Lap 1. Aber kein Massencrash. Also gibt's ein Punkt Safety Rating abgezogen. Chesinkowski. Schieß ab den Flummi. So, gucken wir mal nach dem nächsten Fall. Hier. Oh, ist das wieder diese komische Seite? Nee, das ist die gute Seite. Okay. Uff. Da muss ich jetzt erst noch mal einmal kurz gegenchecken, ob das hier möglich ist. Oh, diese verschiedenen Overlays sind wirklich für das hier eine Qual, eine Farce. Weil das jeder so ein bisschen anders hat. Standard ist am besten. Für Jutke. Dezenter. Dezenter Stopp da. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß was zu sagen, außer Bremse vielleicht etwas früher und nicht allzu spät. It's causing a collision. Causing a collision, ziemlich simpel. Das ist eine 0,6. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten Fall für heute. Nee, das war der vorletzte Fall. Jetzt kommt der letzte Fall. Wir sind im letzten Fall angekommen. Und es geht nochmal nach Kialami. Oh! Das wird schön. Das wird schön. Oh, das wird schön, Chat. Das ist ja quasi Tandem-Tauchen. Das ist ja Tandem-Tauchen und es ist zweimal der BMW. Nur, dass der BMW am besten weggekommen ist dabei. Scheiß BMW-Fahrer, nicht blinken können und nur tauchen, ey. Zum Kotzen. Oh, das ist aber wirklich sehr hart getaucht. Eieiei, das ist wirklich sehr, sehr hart getaucht. Ja. Das ist 006, causing a collision. Aber in Lap 1. Das macht dann der 1-0 Abzug. Ja, für Lap 1 ist das schon sehr, sehr aggressiv. Ja. Das ist wirklich schon sehr, sehr aggressiv für Lap 1. Und damit sind wir für heute auch schon durch. Ganz gemütlich, bis auf einen Fall, wo wir uns jetzt gleich im Anschluss noch fernab von dieser Folge nochmal kurz mit Regularien aus dem Sender setzen.
Aber für heute ist der Saal geschlossen. Für die Zukunft. Es ist ja nur so, dass ein paar Fälle schon sehr nervenaufreibend sind. Okay? Du hast die Fresse. Gut. Saal ist geschlossen für heute. Vielen Dank, dass wir da waren. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode in einem Monat. Tschüss. Hey, was du da gerade laberst, ist vollkommener Stoß. Du, schön, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, du hast irgendwie ein bisschen Spaß gehabt dabei und hast vielleicht auch irgendwas gelernt und lässt jetzt ein Abo da, knallst ein Däumchen drauf und schreibst noch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ne?